Ja, hallo liebe App-Gefahren-Nutzer. Heute gibt es zwar schon einige Videos von uns, allerdings wollen wir euch heute noch eins zeigen, und zwar nämlich von der Applikation Backstep, die heute von Gameloft veröffentlicht wurde. Es wurde auch schon angekündigt, dass es heute veröffentlicht wird, und so ist es auch. Und wir haben uns das Spiel gerade heruntergeladen und werden jetzt einen ersten Blick drauf werfen. Wir haben es selbst noch nicht gestartet und werden jetzt mit euch mal die erste Mission durchspielen und sehen, was das Spiel so mit sich bringt. Wir schauen uns einfach mal hier den ersten Trailer an, beziehungsweise das erste Video, was erscheint, wenn man die App startet. Na, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Die Grafik sieht wirklich top aus. Auf dem Video müsste man das eigentlich auch ganz gut erkennen können. Wir werden wohl jetzt zum Menü weitergeleitet. Und zwar spielen wir Henry Blake. Das ist ein Offizier der Royal Navy Englands. Und ja, er ist jetzt ein gebrochener Mann und wurde eingekerkert und verraten und seiner Verlobten beraubt und will sich jetzt rächen. Ja, und das werden wir jetzt einfach mal machen. Wir gehen einmal kurz in den Einstellungen, mal sehen, was es hier gibt. Sound, Steuerung, Grafik, ja, zur Steuerung. Okay, man kann nur die Empfindlichkeit wählen oder ob man Links- oder Rechtshänder ist. Und ja, hier sieht man auch schon, wo man sich bewegt, wo man zielt und wo man angreift. Und wir belassen es einfach mal bei der Standardeinstellung, weil das eigentlich immer die beste ist. Und wir gehen einfach mal ins Spiel. Ja, nehmen hier einen leeren Speicherstand und sagen hier weiter. Und bekommen ja auch schon eine Information, dass wir Pflanzen, die wir finden, auch an Händler verkaufen können, um wahrscheinlich ein wenig Geld zu machen. Das kleine Intro kann man überspringen, man kann sich natürlich gerne ansehen. Die Sprache ist auf Englisch, der Untertitel, der ist auf Deutsch. Wie man sieht, wird die Stadt hier gerade angegriffen. Wir klicken das mal weg, damit wir mal direkt zum Spiel kommen. Und hier bekommt man direkt eine Information, wie die Steuerung funktioniert, indem man einfach rechts, links und hoch und runter klickt, um zu laufen und sich umzusehen. Und wir haben ja auch schon den ersten Auftrag, einen Freund zu treffen. So, wie gesagt, wir helfen jetzt Kane, die Stadt zu verteidigen. Und dazu folgen wir ihm noch einfach mal. Wie man sieht, oben links eine kleine Minikarte. Der grüne Pfeil sind wir, der orangene Pfeil ist hier unser Freund, dem wir gerade hinterherrennen. Und jetzt wurden wir auch schon angegriffen. Und wie man sieht, oben links ist auch die Gesundheitsanzeige. Die füllt sich nach und nach wieder auf und es wird auch öfters zwischengespeichert, damit man nicht immer von vorne anfängt. Und jetzt wird es hier wohl ein erstes Gefecht geben, was wir mal hoffen. Und hier sehen wir auch schon, dass wir hier Waffen haben. Und mit einem Klick können wir hier auch angreifen. Rühre kurz, um einen Gegner zurückzustoßen.
klappt nicht ganz so ganz, wie wir uns das hier vorstellen. Ist natürlich nicht gerade einfach beim ersten Mal. Ups. So. Okay, jetzt können wir auf die Fässer hier schießen, damit die Tür aufgeht, damit wir hier weiterkommen. Ja, jetzt gehen wir lieber da weg und gehen weiter. Jetzt geht's über die Dächer. Und wir folgen ihnen mal. Da oben ist er jetzt. Da kommen wir wie hin? Wahrscheinlich einfach hier irgendwie die Mauer hoch. Ja, da haben wir es auch schon. Einfach auf die Mauer zulaufen und dann werden wir automatisch dort hochkatapultiert. Wir können hier auch direkt springen. Und sehen jetzt auch immer diese Pfeile und diese, ja, diese Lichtkegel, wo wir immer hin müssen. Jetzt hat es kurz gestockt, warum auch immer. Und springen hier mal rüber und haben jetzt hier auch noch die Mauer erwischt. Und er springt dahin, dann springen wir natürlich auch mal dahin. Jetzt wird uns auch angezeigt, dass wir springen können, obwohl wir das schon längst benutzt haben. Und ja, dann gehen wir mal darunter zur Kanone, da uns das angezeigt wird. Einfach mal hier runterspringen. Und wie man sieht, haben wir jetzt die erste Aufgabe beendet. Das Spiel spielt übrigens im 18. Jahrhundert, und zwar auf der Karibikinsel. Und wie man sieht, ist die Kleidung auch dementsprechend angepasst. Und ja, man könnte schon sagen, dass es sich um Piraten handelt, aber genau hervor geht das nicht. Insgesamt gibt es 4 einzigartige Städte mit vielen Aufgaben und Geheimnissen. Man hat natürlich eine gute Handlung und wie man sieht, die Grafik ist echt wirklich super gelungen. Wir spielen das Ganze jetzt gerade auf dem iPad 1. Allerdings wird es auf dem iPad 2 vermutlich noch etwas besser aussehen. Kompatibel ist es übrigens ab dem iPod Touch 3G. Genau. Und natürlich mit dem iPad, iPad 2, iPhone 4, iPhone 3GS. Vorausgesetzt wird iOS 3.1.3 oder neuer. Das sollte natürlich machbar sein. Und ja, das Spiel ist voller Action. Wir können jetzt hier nochmal schnell die Kanone betätigen, wie das hier aussieht. Dann können wir hier zielen und hier auch einen Schuss abfeuern. Um auch das Boot hier zu treffen, müsste man gut zielen. Na, wir sind nicht so gut. Wir ziehen mal hier hin, weil es jetzt gerade hier hinfährt. Da haben wir auch eins getroffen. Nehmen wir mal hier das zweite auch noch. So. Treffer. Da hinten kommt das nächste. Ja, wie gesagt, so geht das hier immer weiter. Oben links hat man noch eine Kartenansicht und kann hier oben noch die Aufträge oder den Prolog sehen, unsere Ziele, sowie unsere Pistolenschüsse und wie viel Geld wir gerade in unserem Beutel haben, eine kleine Statistik. Das ist wirklich nett gemacht. Das Spiel kostet 5,49 € und wird natürlich von Gameloft bereitgestellt und ist als Universal App erhältlich und kann somit auf iPhone und iPad installiert werden. Wer auf Action und ein bisschen Jump and Run und ein wenig Kämpfen steht, ist mit Backstep auf jeden Fall gut bedient. Das ist mal wieder ein Klassiker aus der Gameloft-Schmiede und da erhält man eigentlich immer ein gutes Spiel für seinen Preis.